Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zaptec Ages. Ich habe mir mal den Mod angeguckt, Advanced Generators. Und der ist ziemlich cool, weil er nämlich modular ist. Und zwar so wirklich frei modular. Oh Gott! Frei modular im Sinne von crafte den Block, packe ihn aneinander dran und dann sei glücklich. Und ja, so Mods will ich halt haben. Ich meine, klar, viereckige Mods, also wo man es viereckig machen muss, ist auch noch okay. So ein bisschen wie Tinker's Construct Schmiede, so bestimmtes Muster einhalten, aber ansonsten. Ja, ja. Nur die Frage ist mal wieder, wohin damit? Ich habe keine Ahnung. Oh, hier bauen sie Dinge schon durch die Gegend. Gut. Vier Karottens. So, Stromproduktion. Ja, die Frage ist halt da jetzt nur, wie viel Steam produzieren wir so? Das ist die Frage. Ganz schön viel Steam. So, und zwar haben wir nämlich die Möglichkeit. Mal gehen wir mal kurz wieder rein, wegen den Monstern und Craften und so ein bisschen die typischen Sachen, die man so braucht. Man kann es nämlich auch unendlich erweitern, sag ich mal. Nicht unendlich, bis zu maximal von X, steht halt auch in den Blöcken dran. Aber ziemlich viel Strom kann man rauskriegen, meine Freunde. Ziemlich viel Strom. So, wenn wir nämlich einmal Flup und das wegmachen. Uns angucken hier, den Steam Turbine Controller, den brauchen wir erstmal. Ach ja, genau, die ganzen komischen, lustigen Dinger hier. Eins, zwei, ich habe keine Ahnung. Also, ich habe die Dinger noch nie gecraftet. Ich habe mir auch die Rezepte gar nicht so wirklich angeguckt. Okay, das sieht aber nicht sehr teuer aus. Und das auch nicht. Okay. Control Circuit. Oh, das ist ja auch nicht teuer. Vor allem ist es ein super einfaches Crafting-Rezept. Das bin ich nicht gewohnt, Freunde. Das bin ich nicht gewohnt. Super einfach ist nicht mein Ding. Nein, das, nicht in diesem Modpack. Nicht in diesem Modpack. Okay, also. Den packe ich jetzt mal wohin? Wir bauen jetzt noch die anderen Sachen, die auch dafür nötig sind. Damit es funktionieren kann, also zumindest grob. Also, wir haben den Controller, der uns quasi, ja, das ist quasi das Hauptblockteil, das uns dann alles verbindet. Und dann brauchen wir eine Turbine. Da haben wir jetzt die Möglichkeit zwischen einer goldenen, einer manuelinen und einer eisernen. So, die produzieren alle unterschiedlich viel. Und verbrauchen dementsprechend auch unterschiedlich viel. Und man kann sie natürlich stacken. Ich glaube, man kann sie auch kombinieren. Also man kann auch alle drei zusammen in eins packen. Ich glaube aber, wir gehen mit der Eisenturbine, weil die günstig ist. Und, eins, zwei. Die werden alle gleich hergestellt. Das heißt, das gleiche würde auch mit Gold und mit Manulin so gehen. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, ob die sich abnutzen. Ich glaube nicht. Ach, halt die Dingens. Schon gebaut, ich halt. So. Eine Turbine. Dann brauchen wir noch, ich sag mal, so ein RF-Speicher, der so ein bisschen intern speichert. Muss ich hochcraften. Oh ja, das kriegen wir auch hin. Kein Problem. Hab ich noch? Ich habe keine Ahnung, ob ich die Blöcke noch hier drin habe. Okay, eine kleine, eine mittlere, du bist Quarzblock. Kann ich dich einfach craften? Wahrscheinlich. Eins, zwei, drei, vier. So, ein Speicher und ein Energy Emitter. Und ein Fluid Intake Valve brauchen wir noch. Weil irgendwo muss ja das Steam rein. Der Dampf muss irgendwo rein. Fluid Intake, Energy, Emitter. Flux Generator. Ich weiß gar nicht, wo hier der Unterschied ist. Jetzt so ein Controller, aber nicht. Energy Emitter. Gut, nehmen wir halt den. Den habe ich zumindest im Creative getestet und der funktionierte als Output für Energie. Von daher, wird schon gehen. So, und der Energy Emitter. Und jetzt haben wir quasi unsere erste kleine Mini-Steam-Turbine. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie viel der Solar Tower produziert. Deswegen müssen wir da irgendwie gucken, dass wir es anpassen. Dass wir nicht zu viel Steam verbrauchen. Dass das Ding durchgehend laufen kann. Auf, ja, am besten null Kosten. Irgendwo hier ist noch meine Leitung. Ich glaube, hier drunter kann das sein. Wo ist denn meine... Da.
Ja, hier ist die Leitung. Okay, dann können wir am besten... Also. Wir bauen zum besten so. Steam-Turbine, Energiespeicher. Dann der Controller. Kann hier hin. Energy-Emitter und Fluid-Intake-Valve. Kommt dann in die Nähe von hier. Und du bist dann Energie-Export, sag ich mal. Und das ist der Multiblock. Er formt sich so, wie er da ist. Und wie ihr seht, können wir 25 Millionen 100.000 speichern. Wie viel wir produzieren, wissen wir noch nicht. Da können wir erstmal ganz kurz... Nur mit den Pipes müssen wir gucken, weil ich glaube, die Pipes transportieren zu langsam. Eventuell. Ich habe mich keine Ahnung. Das werden wir gleich mal testen. Am besten jetzt testen. So. Flup. Okidoki. Wie schaut's aus? Aha. Wir kriegen schon mal nicht genug Steam rein. Aber wir produzieren 10 F pro Tick mit dem Steam, was wir jetzt gerade reinkriegen. Das ist ja der Wahnsinn. Okay. Steam ist fluid. Es ist kein echtes Gas, glaube ich. Wie schaut's hier aus? Tust du... Ich glaube, unsere Steam-Produktion ist nicht krass genug dafür. Ja. Ja doch, das war korrekt so. Steam, wie können wir noch Steam produzieren? Ich habe gerade Stromprobleme, kann das sein? Obwohl, ne, hier läuft eigentlich alles. Womit konnte ich noch Steam produzieren? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Komisch. Okay. Ich dachte, es gab noch einen Block dafür, einen anderen außer den. Warte mal. Plastic Age? Ist das, glaube ich, das Age? Nee. Doch. Further Processing. Distillation Tower. Okay, hat man nicht noch irgendwo Hot and Steamy? Tech Boiler. Okay. Okay, wenn ich den Boiler... Okay, der Boiler, 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 Boiler. Guck mal ganz kurz, wie der Boiler gebaut wird. Der läuft hier sicherlich auf Strom. Korrekte. Ja, eindeutig. Aber dann sollten wir auch mehr Strom produzieren, als das Ding verbraucht. Nehme ich an. Ah, nee. Multiple Structure Diesel und Produce Steam. Mist. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Doch, ich habe auch Diesel. Aber ich habe keine Dieselproduktion mehr. Weil mein Öl nämlich leer ist. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Okay, wir brauchen auf jeden Fall nochmal eine neue Pumpe. Die Electric Pump ist scheiße, leider. Nein. Und wo ist sie denn? Da. Okay, was fehlt? Die fehlen hier mal kurz mal einmal in teuer. Oder auch nicht. Was fehlt? Kupfer? What? Ich hab... Null. Ich habe kein Kupfer mehr. Oh, krass. Okay. Gut. Dann sollten wir vielleicht ganz kurz ein wenig Kupfer gießen. Kein Kupfer mehr. Großartig. Großartig. Ach ja. So. Das Jetpack haben wir noch gar nicht getestet, aber wir haben momentan auch gar keinen Strom dafür. Von daher. Das war unhöflich. Du hast gar nichts bei dir drin. Und du
Hast du auch nichts weiter drin. Das ist gerade nur ein Durchgang für Strom. Nee. Okay. So. Ein Hebelchen. Und der Hammer, glaube ich. So, noch ist es schon wieder dunkel. Natürlich ist es schon wieder dunkel. Es ist immer dunkel. Immer. Okay. Dann, Pumpe. Ich glaube, hier muss ich eben ganz kurz, oder? Kann ich da auch unten einflößen? Wahrscheinlich hier nicht. Mist. Muss ich die Aquädukte kurz verschieben? Mich zu nah dran. Das war falsch. Ach. Bucket. Vielleicht über drei Bucket. Zwei Bucket reicht. Okay. Die Aquädukte. Okay. Okay, also Asphalt, Aquädukt und irgendwas. Das muss dranbleiben. Was hat man Dirt oder so? Ewige Endzone hier immer dran ist. Warum auch immer die Suche genau da stehen geblieben ist. So. Die Pumpe ist hier komplett falsch. Und ein Hebel und ein bisschen Strom gibt es von da. MV, Konnektor, Insulated. Strom hasse. Gut. Kann ich noch sagen, wo du outputten sollst und was du outputten sollst wahrscheinlich? Richtig? Richtig. Komm. On? Moment, ich glaube, ich nehme mal ganz kurz die Dingens-Pipes, die Mechanism. Mechanical. Damit ich was sehen kann. So. Doch so rum. Oder so. So will er jetzt. Okay. Gut. Okay, haben wir genug Strom? Ja. Okay, wir haben genug Water Throughput. Sehr schön. Das ist wichtig. Jetzt müssen wir noch mal gucken, wie viel
Pipes, den wir so gerade produzieren. Anscheinend handeln die Pipes ja das mit dem Stream ganz gut. Also wir produzieren immer noch 10 FPTEC. Wow. Das ist ziemlich wenig, meine Freunde. Ziemlich wenig. Oh wei, oh wei, oh wei. Mhm. So, Wasser ist voll. Ja, und du bist lahm. Mist. Okay, Projekt Stromerzeugung wird doch ein etwas größeres Projekt, als ich gedacht habe, aber das ist kein Problem, weil wenn wir das nämlich mal quasi aufgesetzt haben, haben wir auch erstmal kein Problem mehr. So, wir brauchen ein paar Maschinchen dafür und ich werde jetzt das Ganze hier hinten mal in die Ecke setzen, weil wir nämlich dafür den Dieselgenerator nutzen werden. Also wir werden Diesel produzieren und im Dieselgenerator, ja, quasi benutzen. Und so, dafür brauche ich 2 Squeezer, einen von den Mixern, Moment, ich kurz den Projector. Wo ist mein Büchlein? Büchlein. So, den Squeezer. Jetzt genau den. So, wo soll er hin? Der soll oh nein, nein. Oh Gott, nicht abstürzen, bitte. So wahrscheinlich, ne? Fluid Output ist dann da, ja. Okay. Ja. Brauche ein bisschen Platz dafür. Wo ist mein... nee, da. 2 Barrels. Das... Redstone Engineering Block und einen Piston. Richtig gedreht. Okay, fertig. Wo soll ich reinklicken? Ich glaube, die Mitte. Ja, gut. So, Nummer 1 ist fertig. Jetzt müssen wir hier die ganze Wand abreißen. Yay. Und das Ding rüberholen. Das Ding ist, wie heißt das Ding noch gleich? Wer oder was bist du? Die Refinery bist du. Okidoki. Refinery. Und du bist abgerissen. Boom. So. Und du. Sehr. Autsch. Lass das sein. Oh mein Gott. Blödes Kackteil. Jedes Mal. Okay, jetzt wieder so viel Platz hier. Der Wahnsinn. Okay. Du musst dorthin erstmal kurzfristig ein bisschen Platz schaffen und eine Schaufel brauche ich auch, weil ich sehe schon ganz viel Gravel. Herrje. Okay. Habe ich hier ein Ding drauf? Habe ich. Was? Oh nein, jetzt habe ich... Habe ich hier? Hier sollte ich keinen drauf haben, ne? Keinen... Na gut. Vein-Mine-Modul, mein Gott, so heißt's. Weil das wäre jetzt gerade blöd. Weil, wie gesagt, ich immer noch das Problem habe, vielleicht ein, zwei neue Zuschauer dabei sind, die mir vielleicht weiterhelfen können, weil das ist der einzige Tipp, den mir noch keiner wirklich beantworten, also die einzige Frage, die mir noch keiner beantworten konnte, ist, warum? Wenn ich meinen Excavating-Key drücke, dann habe ich für eine bestimmte Zeit lang Excavating an. Auch wenn ich ihn nicht gedrückt, also ich muss meinen Key nicht gedrückt halten. Ich muss ihn einmal kurz drücken und schon habe ich durchgehend Excavating. Das will ich aber auf gar keinen Fall haben. Das ist nämlich ziemlich scheiße. Ich würde gerne Excavating haben, so wie sonst auch immer. Man lässt die Taste gedrückt und dann beim Abbauen wird geescavated und nicht noch Stunden danach, weil dann ist es nämlich vollkommen unkontrollierbar. Das ist echt super nervig. Ich weiß noch nicht, ich weiß schon, ich habe so viel Steine schon aus Versehen damit abgebaut, weil es
ich halt nicht ausschalten kann für eine bestimmte Zeit der Nacht. Das ist so nervig. Und mir konnte noch keiner sagen, wie ich das irgendwie umstellen kann. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Anscheinend haben auch andere Leute auch nicht das Problem, sondern anscheinend nur ich. Und ich habe nicht den Configs geändert. Ich habe nichts geändert. Gar nichts. So, kurz ein bisschen was in den Boden hineinpflanzen. Mhm. So, dann mit einem Abstand bitte. Slime. Stop it. Nein. Kann ich es nochmal neu setzen, bitte? Hallo? Kann ich es bitte? Ah ja, danke. Ja. Ja, so hätte ich es gern. Okay. Eins, zwei, drei. Wie, bist du auch drei breit? Eins, zwei, drei, ja. Gut, dann. Hier vorne kommt nämlich noch ein bisschen mehr hin. Das ist nämlich alles hier. Also wir werden quasi aus Pflanzen und so weiter, werden wir Diesel produzieren auf die quasi alte Art und Weise und dann im Dieselgenerator zu Strom produzieren. Das ist der Plan. Und so wird's gemacht. So ein bisschen ausleuchten hier, damit ihr nichts spawnt. So. Dann den ganzen lustigen Mist wieder aufbauen. Das brauche ich, das brauche ich. Und du bist der Heavy. Nee, du bist der Light. Wow. Light. Heavy, glaube ich. Wo kommt es irgendwo anders hin? Die Pipes. Okay, 5. Yep, du da. Und ihr da oben drauf. So. Ja. Und Hämmerchen kommt. Flipp. Und wieso? Gut. Also, das ist. Ja, danke, danke, ja. Können wir das? Nein? Okay. So, hier können wir jetzt quasi Seed Oil und. Was war das andere? Melonen. Diesel. Carmot Immersive Engineering Diesel. In der Refinery aus Plant Oil und Ethanol. Ethanol, ah, stimmt. Im Squeezer kriegen wir Plant Oil und Ethanol. Immersive Engineering, Ethanol, das bist du. Genau, fermentieren im Industrial Fermenter. Den brauchen wir. So. Okay, dann bräuchte ich gleich mal das Rezept. Fermenter, genau den. Okay. So, wo ist hier Fluid Output? Kann ich auch hier, ja. Aber umdrehen würde ich es trotzdem deswegen nicht. Das heißt, ich würde dann das Ganze unten lang leiten. Passt schon. So, wir brauchen. Was brauchen wir denn? So. Das ist ein gutes Stück. Jetzt noch einmal. Zack. Okay. Wunderbar. Also, nun brauchen wir noch ein paar Garden Clutches dafür natürlich, um Seeds und Squeeze-Zeugs zu basteln. Wir nehmen dafür. Oder davon natürlich dann die, weil die sind, ja, voll bis oben hin. Und dann muss ich nur irgendwie Wasser verlegen, aber das kriegen wir schon hin. Du, ja, hast mir jetzt genug Karotten. Wir werden dafür Melonen nehmen, weil Melonen am besten Seeds und, ja, Frucht bringen. Und, wo ist hier eigentlich... Item-Input hier, ne? Ich glaub schon. Item-Input. Bei dir? Ich hoffe... Ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal. So. Die Garden Clutches. Wo kommen die hin? Ich denke, die werde ich jetzt mal hier gegenüberstellen. Die sollen ja eh gleichmäßig verteilt werden, sag ich mal.
Hä? Hat der echt die Karotten gelöscht? Das ist ja krass. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut. Okay. So. Dann muss man eben ganz kurz die Melonen. Boing. So, ich muss die eigentlich dann durchcraften? Ich weiß es gar nicht. Wir werden sehen, wir werden sehen. So, ich brauche erstmal zwei Dirt. Und ein bisschen Bone Meal dann. Schwupp, schwupp. So, und Strom auch. Universal Cable. So, die können wir dann am besten von hier mit abholen. So. Boink. Spaghetti um die Ecke. Strom. Sehr schön. Das hier hinten kann weg. Du sollst irgendwie nicht arbeiten. Ist mir jetzt aber, glaube ich, gerade auch egal, oder? Ist hier der Output voll? Nö. Was ist dein Problem? Hier ist genug. Da ist genug. Hä? Wasser und Hydrogen? Ich bin verwirrt. Zu Substrate, ja. Warum tust du nicht arbeiten? Warum? Hallo? Output voll? Wahrscheinlich, ne? Okay, warte mal. Ein Gastank. Gastank, Gastank, Gastank. Ein kleiner reicht auch. Basic Gastank. Der kommt dann hier. Warte mal, du musst das Gas, ne? Ist dann. Nein. Hier zwischen. Idle. Dumping Access. Yes. Gut. Jetzt soll es wieder laufen. Okay. Okay, okay. Okay, die zwei anderen kommen noch. Dann brauchst du noch Bone Meal. Bone Meal. Ich kann natürlich die mal zu Ende grinden. Das kann ich im Grindstone. Eine Mill. Crusher. Jacke die Hose. Nehmen wir den Koscher, dann fliegt auch nicht so viel gegen. Oh, das war ein isolierte Kabel zum Glück. Mein Gott. Dann brauchen wir hier. Strom haben sie. Wasser, genau, sie brauchen Wasser. Dafür brauche ich, wie heißen die noch gleich? Mechanical Pipes. Das sind die hier. Und die verlegen wir nach hier hinten. Wo werde ich hier noch erweitern? Ja. Nein. Und die kommen dann. Durch
Boden. Ach ja, passt schon. Dann hier durch. So. Schwuppidi-wuppidi. Jetzt wird hier gewachsen. Die Frage ist jetzt nur, was kommt hier als Produkt raus? Oh, guck mal, wie die wachsen. Oh, wie witzig ist das denn? Das ist super cool. Oh, okay. Melonen. Und die Melonen muss ich jetzt weiterverarbeiten. Zu. Okay. Also ich muss sie beide noch händisch weiter craften irgendwie. Und die werden dann zu Seeds. Ja, okay. Also quasi zwei Klotches, die für Seeds arbeiten und zwei Klotches, die für Melonen arbeiten. Das kriegen wir hin. Gut, dann, ja. Dann Garden. Klotsch, klotsch. Zwei Stück noch. Eins, zwei, perfekt. Als wenn es geplant wäre. War es lustigerweise nicht. Okay. El Melone. Ah ne, ich habe noch Seeds. Zwei Dirt. So, ein Seed. Dirt und ein Seed. Lass euch vom Hintergrundgeräusch nicht stören. Das ist bloß meine Spülmaschine. Die ist gerade extrem laut. Warum auch immer. So, jetzt. Da werden die Items rausgeholt. Und die müssen wir jetzt in zwei verschiedene Abteilungen packen. Und zwei, beziehungsweise drei Crafter uns hinpacken. Ha, was nehmen wir denn da? Und was gibt's überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Autocrafter. Able to craft H5 items in below. Zeitklick. Aha. Sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Sonst noch Automatic Crafter. Okay. Fluid Crafter? Nein. Quantum Crafter? Okay. Also der sah jetzt im Verhältnis, obwohl du siehst auch gar nicht so. Ich glaube, ich werde sie beide mal testen. Ich muss nur eben ganz kurz ein bisschen Eisen abholen, weil mir nämlich gerade das Eisen ausgegangen ist und ich gerade schmelze. Vielleicht sind beide ja gut, ich habe keine Ahnung. Also. Das brauchen wir nicht. Mechanical Pipe nicht. Logistic Transporter Pipe, die brauchen wir dann. So, als allererstes glaube ich mal den hier. Brauche ich einen Piston. Haben wir noch? Mal drei Stück. Crafting-Tisch. Sicherlich auch für den anderen brauchen. So, mein Freund, brauchst du Strom? Ich glaube nicht. Mhm. Amount to craft. Always active. Aha, der sieht sehr interessant aus, ja. Da könnten wir dann eventuell uns ganz kurz... Obwohl, das Bett steht da. Okay, der sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Dann testen wir es direkt mal am Fermenter. Wie gut der ist. Also, er sagte nearby Inventories. Das heißt, wenn ich ihn hier hinstelle und eventuell dann mal eine Kiste dahin stelle. Zwei und die Logistikdinger. Noch ein paar. Sehr schön. So. Kiste. Und eventuell Kiste. Ich weiß nicht, ob der auch direkt in eine Dingenspipe exportieren kann. B.
B. Nee. Was? Ah. Norden. Ja. Always active. Always active, ja. Und hier müssen wir noch sagen, Output. Wo ist denn mein Konfigurateur? Wir haben es gleich, Freunde. Die Folge ist wahrscheinlich ziemlich lang, aber ist auch wurscht. Au. Machen wir jetzt schon. Achso, wegen dem Dings wahrscheinlich. Achso, das soll ich gar nicht craften. Ich soll die Melonenteile craften. Craften? Kannst du mir denn sagen, dass... Das muss dann... Ich glaube dahin, oder? Wo ist hin? Wo ist Output? Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, Input. Oh Gott, ich weiß es nicht. wo ist mein Hammer? Ist ja schrecklich hier. Mehr Platz zum Arbeiten, bitte. So, das ist irgendwie Fluid in oder Output. Ich hoffe, ich kann die auch umstellen. Na, stop it. Auf! Pull. Die produzieren hier ganz fleißig. So, tust du hier connecten? Ja. Oh Gott. Logistic Pipes. Okay, ich habe keine Ahnung, wie die... Crafte mir, keine Ahnung, was war das? 8? Und dann... Nein. Das macht alles keinen Sinn. Okay, dann werden wir halt den anderen... Ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss.